Ja, liebe Mitglieder der NGW, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserem letzten Freitagabendvortrag in diesem Semester. Besonders begrüßen möchte ich die Mitglieder unserer heutigen Gastgesellschaft Swiss Engineering Sektion Winterthur Schaffhausen. Ja, Sie sehen dieses Bild. Während Jahren ging ich auf meinem Arbeitsweg achtlos an einer kleinen Fußgängerbrücke vorbei. Und vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich den Job gekriegt, diesen Vortrag zu organisieren. Dann habe ich erfahren, ich arbeite direkt neben der leichtesten Betonbrücke der Welt. Und wer hat diese Brücke gebaut? Das ist unser heutiger Gast, Professor Josef Kurat. Er arbeitet an der ZHAW und er hat mit seinem Team eine neue Arbeits- oder eine neue Bauweise entwickelt, Betonplatten mit Carbon drin. Und das tönt jetzt für Leute, die nicht im Fach sind, okay, oder? Betonplatten mit Carbon, aber hat dann 75% weniger Beton gebraucht für diese Brücke, als wenn es eine herkömmliche Bauweise gewesen wäre. Sensationell. Jetzt, Josef Kurat hat am Technikum Winterthur den Abschluss gemacht als Bauingenieur HCL und 1991 das Diplom als Bauingenieur an der ETH Zürich. Im gleichen Jahr hat er das Ingenieurbüro Staubli Kurat und Partner AG gegründet und seitdem auch mehrere Startups mit gegründet. Seit 1998 ist er Dozent für Baustatik und Festigkeitslehre im Studiengang Bauingenieurwesen an der ZHAW. 2006 wurde ihm der Professorentitel verliehen. An der ZHAW unterrichtet Herr Kurat die beiden von ihm selbst aufgebauten Studienfächer. Das eine ist Faserverbund Kunststoffe im Bauwesen und gestalterisches und konstruktives Entwerfen für Architektur- und Bauingenieurstudierende. An der ZHAW ist er Leiter der Fachgruppe Faserverbund Werkstoffe im Bauwesen. Ja, Sepp, herzlichen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Ich habe schon wahnsinnig viel während dem Abendessen gelernt über Beton und Carbon und so weiter. Danke vielmals. Ja, besten Dank für diese einleitenden Worte. Und ich freue mich natürlich, dass ich mal in Winterthur einen Vortrag halten darf. Sonst macht man das eher in Dresden oder Ulm oder irgendwo, oder? Aber nie zu Hause, weil ich bin auch von Winterthur. Genau. Darum bin ich auch an dieser Schule, kurzer Arbeitsweg, das ist natürlich Luxus. Genau. Jetzt Beton, bin ich natürlich erfreut, dass sich so viele für Beton interessieren, oder? Weil Beton ist ja überall. Natürlich ist es vielleicht etwas Spezielles. Ein Beton ist ja schwer, oder? Und die leichteste Betonbrücke der Welt, oder? Und das ist das, was seine Krone gesagt hat. Das ist wirklich etwas Spezielles, weil seit 100 Jahren rund, also 120 Jahren, bauen wir im Stahlbeton, ist eben Stahleisen drin, Stahl ist drin als Zugelement im Beton, eigentlich immer ähnlich. Und die Gewichte, die sind auch immer gleich. Das sind immer so Vollbetondecken, schwer, oder? Da haben wir jetzt daran gearbeitet. Ich komme natürlich als Bauingenieur, kenne ich den Beton, das Holz kenne ich, Stahl kenne ich. Und dann kam mal ein Landschaftsarchitekt und hat gesagt, kannst du nicht auch eine Kunststoffbrücke bauen? Das war so ein Projekt für Zürich, Impulsprojekt für Zürich. Ich habe gedacht, ja, das geht irgendwie und habe mich da weitergebildet und dann gesehen, was dieses Material kann. Und jetzt setzen wir das hier ganz minimal ein und wieder viel Beton. Gut, also zu dieser Brücke hier, die leichteste Betonbrücke der Welt, das ist richtig, das ist ein ganz kleines Ding, 7 Meter lang, 2,50 breit. Und es sieht eigentlich eher aus wie ein Tisch oder sowas, wie eine Schreinerarbeit. Und das ist es dann auch irgendwo. Die Farbe stimmt nicht ganz, das ist schon klar. Es ist etwas grau. Und ich will auch jetzt im Vortrag in einem ersten Teil diese Brücke vorstellen. Die ist aber jetzt doch schon ein paar Jahre alt. Und wir sind doch schon etwas weiter gekommen. Und darum möchte ich auch mal aufzeigen, heutige Anwendungen,
Was ist das überhaupt, diese CPC-Bauweise, wo wir auch sagen, das habe ich wirklich über die Jahre, können wir jetzt das sagen, dass wir da eine komplett neue Betonbauweise entwickelt haben. Also das war schon immer das Ziel, aber es setzt sich jetzt auch langsam so in diese Richtung durch. Und dann möchte ich noch auf die nächsten Schritte eingehen, die so in naher Zukunft kommen, wo wir am Arbeiten sind. Also zuerst mal zu dieser Brücke, das ist so ein Providurium. Also die Kantonsschule da nebenan, oder? Da musste umgebaut werden und dann brauchten sie einen Umweg für die Velofahrer und die Brücke, die da stand, war gesperrt, weil sie war baufällig und man durfte nicht mehr durch und dann brauchten sie eine Brücke. Und wir waren zufällig mit unseren Forschungsarbeiten gerade so, damit wir sagen konnten, das können wir, oder? Und dann durften wir das machen. Für das Hochbauamt Zürich. Das ist immer gut, wenn der Bauherr nicht Bauingenieur ist, sondern Architekt, weil die glauben den Ingenieuren einfach, dass es ja dann schon hält. Und das war auch hier etwa so, oder? Also das heißt, das ist das Schöne in der Schweiz, im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel. Wenn ich als Ingenieur etwas rechne, darf ich das bauen und fertig. In Deutschland geht das nicht. Da hat es dann den Prüfingenieur und dann nochmals eine Kontrollinstanz und sonst kann ich nicht bauen. Und dadurch sind auch solche Sachen möglich, oder? Also nochmals zur Brücke, das ist der Querschnitt. Also man sieht, das ist etwas anders, wie man Beton kennt. Also sehr dünn. Die Länge, ja, das ist eine kleine Brücke. Wie es Tausende übrigens gibt in der Schweiz, also das ist noch spannend, also die großen Brücken gibt es wenige, von denen gibt es Tausende, oder? Das ist natürlich gar nicht so unwichtig. Wenn ich jetzt diese Brücke etwas näher anschaue und da diesen Bereich zeige hier, diesen Ausschnitt hier, dann sieht das im Querschnitt so aus. Da hat es eine Platte, eine Betonplatte, die ist 4 cm dick. Über die ganze Brücke eine Platte und unten hat es zwei senkrecht stehende Platten, die sind zusammengeklebt und dazwischen ist noch eine Kohlefaserlamelle eingeklebt. Und das Ganze ist verschraubt da mit diesen Schrauben hier, mit Klebeankern. Wie wird jetzt das hergestellt? Also wir haben in Andelfingen so eine Prototypen-Produktionsanlage bei Silidur aufstellen können. Haben wir eine Halle gebaut, eine Betonieranlage entwickelt, aufgestellt. Da konnten wir 10 mal 10 Meter große Platten gießen. 2 Zentimeter dick, 4 und 6 Zentimeter dick. Das sind so unsere Größen, die wir kennen. Und das ist jetzt so eine Platte 10 Meter mal 2,40 Meter, also ein Viertel des Tisches. Und da ist so ein Stapel da hinten, oder? Das ist genau das, die Bauweise. Also man stellt industriell Platten her und lagert die. Je älter das die werden, umso besser, wie beim Wein. Also Beton härtet eigentlich nicht nur im ersten Tag aus, sondern Beton härtet über Jahre aus, fertig. Also nach einem Monat hat Beton etwa die 80% der Festigkeit, wenn man es gut lagert. Wenn man es schlecht lagert, an der Sonne, dann hört er schon auf, nach ein paar Tagen zu arbeiten. Aber wenn man es gut lagert, dann wird er immer fester. Genau. Also ist es gut, wenn man es lange in einer Halle hat. Dann kommt die Platte auf eine Maschine. Das ist eine CNC-Maschine, die dann diese Löcher bohrt, die schneiden kann, die kann eingravieren, die kann fräsen. Und diese Maschine hat es auch nicht gegeben. Die kommt aus der Steinverarbeitung. Da sind die Platten so 2,80 oder 3 Meter mal etwa 2 Meter groß. Also das ist die Länge einer Steinbearbeitungsmaschine und die Breite ist da etwa 2 Meter. Und wir haben dann mit dem Hersteller zusammen diese Maschine dann entwickelt. Die ist dann etwa 13 Meter lang. Also das war nur schon, bis wir das wieder konnten, ging so seine Zeit. Und
da wird die geschnitten. Also wir geben mit dem Computer, machen wir eine 3D-Zeichnung, geben das der Maschine und die schneidet genau das aus, was wir wollen. Oder? Also wie Karton schneiden, Scherenschnitt oder Laser, mit Laserkarton rausbrennen oder irgend so. Genau. Das ist da so die Machart. Dann klebt da, wurden da in diese Stege hier diese Lamellen eingeklebt. Also hier mal das, die erste Seite. Dann die zweite Seite draufgeklebt, zusammengespannt und vorbereitet, um die Brücke zusammenzubauen. Also es sieht eher aus hier wie bei einem Zimmermann mit einem anderen Material. Also man steckt das da zusammen. Und dann die Platte drauf, in einem leichten Bogen, das kann man alles genau machen. Also die Maschine, die arbeitet auf den Millimeter genau. Also auf 10 Meter Länge ist die Toleranz um einen Millimeter oder so. Also unglaublich präzise. Auch die Plattendicke, diese 40 Millimeter, die sind so plus minus ein halber Millimeter. Also das ist alles sehr präzise. Sonst würde das nicht funktionieren, wenn das nicht so wäre. Dann Geländer drauf. Transport, versetzen. Und da ist es speziell jetzt, wir mussten ja schnell sein. Das ist ein Bach, der kann Hochwasser haben. Also wenn ich da eine Ortsbetonbrücke baue, dann muss ich ein Gerüst bauen in den Bach und dann die Brücke drüber betonieren. Mit dem Gerüst verkleinere ich den Querschnitt des Baches und wenn genau dann ein Gewitter kommt, ein starkes, gibt es ein Problem. Muss ich einen Notfallplan machen oder und so weiter. Wir haben das so gelöst, dass wir die Träger hier einfach abgeschnitten haben, diese alten Träger. Die tragen noch so eine Fernwärmeleitung und diese Kabel hier. Also auch da mussten wir nichts machen. Und so konnten wir die Brücke als Tisch über den Träger stülpen. Also, und die Brücke berührt den Träger nicht. Die steht da hinten dann, da drauf. Hinter dem, das da. Steht da hinten drauf. Und diese Längsträger sind außerhalb dieser Längsträger, oder? Und so konnten wir dann ohne Gerüst und ohne Notfallplan und so weiter relativ schnell diese Brücke montieren. Und da spart man Zeit, Geld und natürlich auch Energie, oder? Also die graue Energie, die ist ja wichtig im Bau. Bis man soweit ist, muss man testen, 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 oder? Weil wir müssen ja, die Brücken müssen ja 100 Jahre halten eigentlich, oder? Und in der Witterung Millionen von Lastwechseln, oder? Das muss funktionieren. Und die Brücken, die werden nicht jedes Jahr angeschaut wie die Flugzeuge oder ein Auto oder so. Das ist, wenn es hochkommt, alle 5 Jahre mal einer, oder? Also das muss funktionieren, oder? Und da muss man testen und da zum Beispiel hat man dann da so diese Stege getestet. Wenn es solche Rissbilder gibt, dann bin ich als Betonbauer glücklich, weil das ist fein in kleinen Abständen, das ist genau richtig. Da oben muss man schauen, dass diese Schrauben nicht durch die Brückenplatte durchgezogen werden. Das ist dann auch schön. Also man kann mit dieser M8, also eine 8 mm Schraube, 3 Tonnen ziehen da und dann versagt die Schraube und nicht die Platte. Das ist auch wichtig, weil die zieht es auseinander. Stahl ist dann wie so Kaugummi. Das hat auch ein Fließplateau und dann zieht es, aber sie kann immer noch die volle Kraft tragen, oder? Das ist der Vorteil. Wenn der Beton versagen würde, würde das einen Spröbruch geben, würde Knall machen und dann ist vorbei. Das ist bei einer Stahlschraube anders. Also so sind die entwickelt, dass die das können. Da muss ich natürlich schauen, dass das da die Verankerung stimmt, dass das nicht ausgezogen wird da. Da muss man alles testen, ganz viele Tests. Und beim Geländer muss man testen oder schauen, dass eben nicht die Brückenplatte versagt, sondern zuerst das Geländer krumm wird. Aber erst auf einer Höhe, damit man die Kraft, die man will, natürlich aufnehmen kann, oder? Weil wenn die Platte kaputt geht, ja, wie will ich das sanieren, oder? Das Geländer kann ich auswechseln, das geht gut, aber die Platte, das ja, ist die Brücke futsch, oder? Das geht nicht. Also solche Sachen muss man wissen. Und dann kommt noch so der letzte Test, der Großtest, der teure. Ich rechne alles, habe alle
Materialkennwerte und mache eine Prognose und dann hoffe ich, dass das eintrifft. Und da hat es sehr schön eingetroffen. Und man sieht, das ist die Kraft und das ist die Deformation. Zuerst ist der Träger sehr steif, die Kraft geht schnell hoch ohne Deformation und irgendwann wird es weicher. Da kommen wir noch dazu, was das bedeutet. Das ist auch schön für uns. Also das ist die Brücke. Wenn wir jetzt das in Ortsbeton gemacht hätten, mit Stahlarmierung, hätte das so ausgesehen. Also für 8 Meter, da macht man einfach einen Volkquerschnitt, 30 cm dick, Armierung rein, fertig. Die Bedeutung ist dann die, wenn man die Ökobilanz betrachtet, eine konventionelle Brücke, also diese Platte, die hätte etwa zwischen 12 und 14 Tonnen gehabt, je nachdem, wie dick man sie wählt. Unsere war jetzt 3 Tonnen schwer. Also wir haben nur 25% des Betons gebraucht, wie eine konventionelle Betonbrücke gebraucht hätte. Die Bewehrung, man hätte jetzt, wenn man etwas dicker mehr Beton genommen hätte, hätte man etwas weniger Bewehrung gebraucht. Wenn man sie etwas dünner gebaut hätte, etwas mehr. Aber in diesem Bereich wäre es gewesen, also irgendwo bei 450 Kilo. Wir haben 14 Kilo Bewehrung gebraucht. Also das ist dann nur noch 3%. Also wir haben 97% Masse eingespart in der Bewehrung. Und wenn man dann noch vergleicht diese sogenannten Umweltbelastungspunkte, das gibt so ein Bundesebene, hat man da so Umweltbelastungspunkte definiert. Da ist graue Energie drin, CO2, aber auch soziale Geschichten und so weiter. Das kann man einsetzen für Stahl, für Beton und so weiter. Da wäre man bei 2,8 Millionen gewesen. Wir haben jetzt 600.000 gebraucht. Also sind wir etwa bei 20 bis 25%. Also wir haben 4-mal weniger Umweltbelastungspunkte gebraucht. Also wir könnten jetzt mit gleich viel Umweltbelastungspunkten 4 Brücken bauen, oder? Das ist das Resultat. Genau. Jetzt, wie funktioniert das? Wie sieht das aus? Also unsere Betonplatte, wenn man die genau anschaut, dann sieht man da so regelmäßige Punkte. Diese hier. Das ist die Carbonbewehrung. Das sind diese Carbon-Drähte. Ein Armierungseisen, nicht das dickerste, also das ist ein eher dünnes, hat Durchmesser 10. Also das ist so, ist alles viel kleiner. Wenn man da so einen Daumen hinhält, jetzt, das sind so eine 24 mm dicke Platte, die hat 55 Kilo Beton pro Quadratmeter, 110 Gramm Harz und 200 Gramm Carbon. Da hat es in dieser Richtung oben 67 Drähte, unten 67 Drähte und in die andere Richtung auch nochmals 130 Drähte. Also diese 260 Drähte, die haben ein Gewicht von 200 Gramm. Also jeder Draht ist 1 Gramm schwer pro Laufmeter, oder? Also relativ wenig. Wir schauen mal kurz das an. Ich hoffe, das kriege ich wieder hin. Da haben wir versucht, haben die Mitarbeiter, das wusste ich nicht, haben da mal so einen Test gemacht. Nochmals, kommst du nicht? Kommst du wirklich nicht? Ah, ich muss da oben, Entschuldigung, ja, genau, ich muss da irgendwie hochkommen, jetzt bin ich oben. Ja, so muss ich das machen, genau. So. Da ist jetzt so ein 20 mm Betonbrett, oder? Und man sieht, Beton ist sehr spröd, Carbon ist auch spröd, aber das Ding da, das irgendwie hält das, oder? Genau. Also das ist das, die Eigenschaft, oder? Wie kriegen wir die hin? Nochmals kurz zu den Rowings hier. So ein Carbon-Draht, man spricht, wenn sie auf Spulen sind, ist das ein Faden, oder? Und der hat 12.000 Fibrillen, Einzelfäden drin. Also ein halber Quadratmillimeter Carbondraht hat 12.000 Fäden drin. Und das ist jetzt ein menschliches Haar hier und das ist der Carbonfaden.
Das ist eigentlich das, was in der Glühlampe drin ist, oder? War. Jetzt haben wir ja keine mehr, oder? Da ist ein Carbonfaden drin. Der verglüht nicht, wenn keine Luft da ist. Sobald Luft dazu kommt, brennt er wie Holz. Aber es ist so dünn, das ist gerade weg, oder? Genau. Wenn wir jetzt das mal anschauen, an so einen solchen Faden, halben Quadratmillimeter dick, kann man drei Personen dranhängen, oder? Oder an vier Fäden kann ich eine Tonne tragen, oder acht Fäden können ein recht schweres Auto schon tragen, oder? Also das sind dann 2 × 0,54 Quadratmillimeter. Also, dass man sich das etwa vorstellen kann. Also Carbonfäden ist eigentlich das Stabilste, das wir momentan kennen, außer jetzt gibt es noch im Carbon-Bereich noch etwas, das aber nicht in dieser Größe möglich ist, so in der Entwicklung. Jetzt müssen wir diese Platten herstellen. Wie machen wir das? Wir haben da den Carbonfaden und den ziehen wir. Dann wird der länger unter Zug. Der hat natürlich fast keinen Querschnitt, der ist sehr weich eigentlich. Dann umgießen wir den mit Beton, lassen den aushärten. Und dann lassen wir diese Kraft los. Das heißt, die Enden haben dann keine Kraft mehr drin. Und der aber im Beton drin ist er ja verbunden mit dem Draht. Und jetzt zieht er sich zusammen und gibt Druck auf den Beton, weil er ist ja verklebt miteinander. Also das heißt, der Carbonfaden im Beton hat immer noch den Zug drauf, aber der Beton ist jetzt gedrückt. Das ist jetzt hier grün. Und dann kann ich die Enden abschneiden und dann habe ich unsere Platte. Und jetzt kann ich an dieser Platte ziehen. Und jetzt habe ich plötzlich nicht den Carbonfaden, den ich ziehe, sondern die ganze Betonplatte muss ich ziehen. Und das ist eine riesen Querschnittsfläche. Beton ist sehr steif. Und jetzt bin ich viel steifer. Das ist alles viel steifer, das System. Jetzt kann ich da ziehen. Noch nicht so viel wie hier. Jetzt kann ich weiterziehen. Dann verliert der Beton irgendwann die Druckspannung, also zuerst hat er viel Druck drauf, dann ziehe ich, dann hat er wenig Druck drauf und irgendwann hat er Null drauf. Und dann, wenn ich noch mehr ziehe, dann bekommt der Beton Zug. Und wenn er Zug bekommt, dann reißt er. Also diese Betondecken hier, sieht man jetzt nicht, die sind immer gerissen. Beton ist immer gerissen, weil das ist schlaff formiert, unter Zug reißt das immer. Aber das sind ganz feine Risse, die wir nicht sehen. Also bis 2 Zehntelmillimeter Rissbreite ist das zulässig. Und das ist hier auch sehr schön. Aber jetzt ziehen wir nur noch am Faden und jetzt der ist so, hat so einen kleinen Querschnitt, dass der sehr weich ist und jetzt macht er plötzlich eine Riesenverformung. Das schauen wir jetzt uns mal hier an, dann gehen, glaube ich, gerade zur nächsten Folie und zeigen das hier mal kurz. Jetzt muss ich da wieder das wieder schaffen, da nach oben zu kommen. Doch, das geht. Jetzt müssen Sie sehen, jetzt kommt einer, steht drauf. Und jetzt biegt es etwas durch, aber das ist recht steif, oder? Also ein bisschen ist es durch. Jetzt kommt der zweite und jetzt plötzlich geht es runter, oder? Jetzt ist der Beton gerissen. Vorhin war er noch nicht gerissen, jetzt ist er gerissen. Aber es trägt irgendwie, oder? Das sind 2 spröde Materialien, ganz normaler Beton, mit den Carbonfäden drin, oder? Ja, die Auflager sind auch nicht ganz UWA-gerecht da. War ich auch nicht dabei, zum Glück. Der ist jetzt auch Dozent da. Der erste auch übrigens. Ja, genau, das ist so ein Sprungbrett. Und wenn wir das nochmals vielleicht durchspielen und da nochmals kurz anschauen. Ich muss genauer hinschauen. Da sehen Sie hier, jetzt kommt er drauf, jetzt sind wir hier, jetzt geht er hier, jetzt sind wir hier im steifen Bereich. Da geht es steil hoch, wenig Deformation und jetzt kommen wir in diesen abgeflachten Bereich. Viel Deformation und wenig Zunahme des Gewichtes. Sind wir irgendwo da oben, oder? Und wahrscheinlich sind wir jetzt dann etwa da oben. Aber es hält immer noch.
Und Carbon ermüdet nicht. Das können Sie jetzt 1 Million Mal machen. Das ist gar kein Problem für den Carbon, aber für den Beton. Irgendwann wird der Beton auf Druck versagen, ermüden. Ja. Das sieht so aus, wenn wir jetzt so ein Brett machen. Hier ist unsere CPC-Platte vorgespannt und hier ist Stahlarmierung schlaff drin. Wenn wir da so draufstehen, kommt die zurück, ist wieder gerade und der Stahl wird fließen und darum bleibt dann das Brett hier krumm. Oder? Das ist der Unterschied, oder? Weil Carbon unglaubliche Spannungen aufnehmen kann. Gut, was heißt jetzt das, wenn man das mal in Kosten anschaut? Wenn ich 1 Kilo Stahlbewehrung verbaue, kostet mich das vielleicht 1 Franken, vielleicht noch gebogen 1,30 Franken oder so. Wenn ich jetzt Schlaff-Carbon-Bewehrung einbaue, kostet das Kilo hergestellt Rowing, also Draht, geharzt und alles, kostet das Kilo um die 130 Franken, auch heute noch. Also die Rohstoffe kosten irgendwie 30 Franken, aber ich muss das verarbeiten und so weiter. Und wenn ich das dann multipliziere mit Festigkeit, Steifigkeit, wenn ich das mit der Festigkeit vergleiche zu Stahl, kostet mich Carbon heute 3,70 Franken. Aber die Festigkeit kann ich nicht nutzen, wenn ich es schlaff einlege. Das geht nicht, weil sonst würden sich unsere Decken alle da um 30, 40 Zentimeter durchbiegen. Das wollen wir nicht, oder? Wir wollen geradeaus laufen. Darum auch gerade Platten. Alles ist gerade. Die Masse der Gebäude ist eben. Wenn ich jetzt also diese gleiche Steifigkeit will, wie Stahlbewehrung, dann kostet mich das 24 Franken. Wenn ich jetzt aber Carbon vorspanne und industriell herstelle geschickt, komme ich hier etwa auf 80 Franken das Kilo. Kann auch verdoppeln von mir aus, ist egal. Wenn ich die Festigkeit betrachte, bin ich bei 1,38 Franken im Vergleich zu 3,73 Franken. Und wenn ich die Steifigkeit vergleiche, weil ich eben den Beton auf Zug belasten kann, kann ich den Beton mitrechnen in der Steifigkeit, komme ich auf 20 Rappen. Also das Potenzial ist da, dass ich mit Carbonbewehrung günstiger komme als mit Stahlbewehrung. Und das ist im Bau das A und O. Wenn Sie ein Gebäude bauen und 3% teurer sind als der andere, dann bekommen Sie den Auftrag nicht. Da können Sie noch so ökologisch sein. Da hat es ein paar Fans, okay. Aber dann hört es auf, oder? Das ist einfach so, oder? Und wir kämpfen gegen eine Industrie, die 100 Jahre jetzt sich entwickelt hat, oder? Und kommen damit total etwas Neuem. Wenn man das jetzt mit Nachhaltigkeit betrachtet, dann sind wir mit Stahlbewehrung bei 100%, wenn wir Schlaff bewehren in Carbon bei 225%, weil 1 Kilo Carbon herzustellen ist 6-mal schlechter oder 5-mal als 1 Kilo Stahlbewehrung herzustellen. Oder? Das ist eigentlich ganz schlecht, Carbon herstellen, außer man nimmt Sonnenenergie und so weiter, komme ich noch dazu. Aber wenn ich natürlich viel weniger gebrauche, wir brauchen 30, 50 mal weniger Kilo, dann ist das egal, dass ich da 4-mal schlechter bin. Ich bin dann immer noch 10-mal besser, weil ich einfach so wenig Material brauche. Oder? Das ist ganz wichtig. Darum vorspannen. Gut. Das ist nicht so wichtig, aber ist schon noch wichtig. Wir haben jetzt eine Zulassung in Deutschland. Wir waren 6 Jahre intensiv dran. Das hat etwa 1 Million gekostet, so nebenbei. Nur, dass man in Deutschland so ein Brücklein bauen darf. Oder? Genau. Aber wo sind da die Bilder hin? Ja, okay. Gut, wo wird das eingesetzt? Da sind die Bilder da, aber da oben nicht. Hä? Beispiele, die wir gebaut haben, oder wie man das anschauen kann, Nachhaltigkeit. Wenn wir Holzbeläge haben am Wetter, wissen wir alle, nach 8 Jahren ist das durchgefault und irgendwann ersetzt man die ersten Bretter. Und das ist nicht gut, weil da gehen extra Leute raus, nehmen diese 3 Bretter raus, machen 3 neue rein und gehen wieder zurück.
Und das braucht Energie. Also das ist graue Energie, die da verfahren wird. Die Maschinen brauchen das. Das Holz wird heute nicht mehr 2 Jahre gelagert, getrocknet, sondern das wird alles maschinell getrocknet mit Energie, oder? Also das ist schade, oder? Aber das Ersetzen von einzelnen Brettern ist eigentlich ökologisch eine Katastrophe. Also wenn schon, jetzt kommt ein Jahr später, kommen die nächsten und so weiter, oder? Das ist nicht gut. Man sollte alle ersetzen. Neu. Das ist viel ökologischer. Wenn wir jetzt Betonbohlen haben, die halten einfach 50 Jahre, oder? Das ist, wir haben jetzt in Deutschland die Zulassung für die Carbon-Drähte für 100 Jahre erhalten. Also irgendwie konnten wir innerhalb von ein paar Jahren beweisen, dass die 100 Jahre halten. Das ist dann so Theorie, das kann man und so, man kann extrapolieren und so, oder? Genau. Aber das ist da schon abgenommen, ja. Also das ist ein Einsatzgebiet zum Beispiel jetzt für diese Carbonbretter, da ein Steg in Langnau. Da haben wir schon einige gebaut. Hier, das haben noch Studenten betoniert mit unserer ersten Anlage an der ZHW hier. Haben wir jetzt schon viele so Brückendecks eingebaut, also das ist CPC, das gemacht hat. Dann viele so Balkone. Da ist das eben auch gut, weil sonst sind die Balkone relativ dick, schwer und ich muss mit der Stahlstruktur dann diese Gewichte aufnehmen, oder? Wenn das alles leichter ist, werden auch die Stützen etwas dünner und auch da kann Material gespart werden. Hier so ein Sprungturm in Zug. Da sieht man, was da, wie die Treppen ausgeschnitten wurden, nicht so sehr effizient. Normalerweise kann man etwa 90% der Betonplatte verwerten, also das ist wie Weihnachtsgutzli ausstechen, oder? Da kann man dann neu auswählen, das können wir nicht, aber da komme ich noch dazu. Also das gibt es spezielle Programme, die das optimal einteilen, gerade wenn man verschiedene Aufträge hat. Hier der Schiffsbauplatz in Zürich. Hier ein Veloständer in Egnach, Schulhaus. Oder so Bretter als Sonnenschutz in einem Projekt in Zürich. Und hier haben wir dann wir hatten noch ein paar Platten vorig von dieser Produktion in Nandelfingen. Die wurde jetzt aufgehoben, jetzt wurde eine größere gemacht. Haben wir diese Bogenbank hergestellt. Das wollen wir auch noch kurz ansehen, so den ersten Teil wenigstens. Das ist eigentlich noch gut, da oben bist du. Hä? Sehen Sie jetzt auch diese Verformbarkeit, oder? Also wir haben diese Platte genommen, haben das alles schön ausgeschnitten, diese Teile. Und diese Bogenbank ist jetzt nur gesteckt, die hat kein Mörtel drin, kein Kleber, nichts. Also so hat man die zusammengesetzt, oder? Und das ist jetzt unter Eigengewicht. Man hat den Stahlrahmen immer nach unten genommen und immer etwas geschüttelt, dass es ganz feine Risse gibt, regelmäßig, oder? Bis sie ganz krumm ist, oder? Sie ist nicht ganz perfekt geworden, man ist natürlich ein Prototyp, oder? Hat man da zusammengezogen, den Bank auch, das ist zusammengesteckt, untereinander verspannt mit diesen Keilen. Es ist schon leicht, so eine Platte, aber es ist dann trotzdem 100 Kilo schwer, oder? Als Beton ist einfach schwer, oder? Das ist einfach so, oder? Und dann Bogen drauf, oder? Ja. Übrigens alles ausgewachsene Ingenieure, oder, die da als Bauarbeiter tätig sind. Genau. Hat trotzdem geklappt. Genau. Und dann ist das langsam gut, glaube ich. Noch die Keile hinein hier. Und dann drückt die Platte nach außen und jetzt kann man das nicht mehr voneinander wegen. Und fertig war denn das, oder? Genau, und dann Transport und so weiter, ich glaube, das ist nicht mehr so wichtig. Wir haben dann weitere Brücken entwickelt, noch leichtere, nämlich mit Carbon-Halbträgern. Die haben wir hier reingesteckt, die ist dann nur noch 120 Kilo pro Quadratmeter schwer. Da ist dann schon das Problem, dass die zu leicht ist. Also wenn man die irgendwo hinlegt und ein starker Sturm kommt, kann es sie wegheben, oder? Das ist
man sollte schon 200 Kilo haben, oder? Die ist jetzt etwas zu leicht. Aber da an diesem Ort wird sie nicht davonfliegen. Alle Teile sind sehr leicht, das ist der Vorteil. Das ist 23 Kilo, so ein Carbon-Halbträger. Die Endstücke auch, die sind jetzt 41 Kilo, oder? Dann wird das ausgemörtelt hier. Da ist kein Kleber mehr drin, da ist keine Schraube mehr drin. Die erste Brücke hier, da hat es noch Schrauben drin, noch Kleber drin. Haben wir jetzt hier nicht mehr. Und dann ein Belastungsversuch, Sie sehen, auch das lässt sich gut biegen. Da haben wir immerhin 8 Tonnen jetzt drauf als Last. 8000 Kilo. Ja. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt gar keinen Stahl mehr drin, kein Holz. Darum können wir jetzt diese Brücke in die Erde reinstecken. Wir brauchen keine Widerlager mehr. Also wir können jetzt den Straßenkoffer nehmen. Jetzt hier ist natürlich neu, das ist ein Kieskoffer, gestampft natürlich, verdichtet. Das ist das Widerlager, nicht mehr Beton. Brauchen wir nicht mehr. Können das ein Betonbrett, noch ein CPC-Brett drauflegen, das ist das Einzige, um die Kraft der Brücke zu verteilen auf diesen Kieskoffer und der verteilt dann das auf den Untergrund, legen die Brücke drauf und so sieht es dann ein Jahr später aus, oder? Also das ist ein Riesengewinn, dass wir keine Widerlager mehr haben, oder? Da ein Steg Campus, Sie sehen, man hat das da zusammengesteckt, die Fugen ausgemörtelt, reingedreht, jetzt war das ziemlich knapp und der Belag musste noch ergänzt werden. Da haben wir so eine Verbindung entwickelt. Da haben wir da so zusammengesteckt und dann ist es dann so. Das ist eine Kragplatte, die mit diesem Schlussstein jetzt, wenn der nicht wäre, würde das auseinanderfliegen, oder? Aber so hält das super. Also diese Verbindungen zu entwickeln, das braucht viel Zeit, Energie und so weiter. Jetzt noch ein paar Punkte zur Nachhaltigkeit. Da gibt es zwei Arten, die eigentlich angeschaut werden müssen, sicher. Das eine ist der sogenannte technische Kreislauf. Das heißt, ich baue etwas, ich baue es zurück, nehme das Material wieder und baue etwas Neues damit, oder? Und da sollte man möglichst wenig Verlust haben, oder? Das zweite ist der biologische Kreislauf. Die Energie, die ich brauche, die sollte so sein, dass die CO2-neutral ist, dass ich keine Kinderarbeit drin habe und so weiter, oder? Also hat es soziale Aspekte drin und aber auch andere, oder? Also die Energie. Wenn wir jetzt den Materialverbrauch anschauen der Menschheit, sehen wir 1940 war das so viel. 1970 als 100% haben wir dreimal mehr mineralische Baumineralien gebraucht weltweit. Heute sind wir wieder viermal, verbrauchen wir viermal mehr Baumaterialien wie 1970 weltweit. Das ist natürlich, weil ganz viele Länder reicher werden, nicht mehr in Blechhütten wohnen wollen, sondern in richtigen Häusern. Und das wird sich weiter bewegen. Man schätzt, bis 2050 wird es nochmals 50% mehr sein wie jetzt. Und heute bereits brauchen wir so viel Kies weltweit, dass es nicht mehr reicht, was die Flüsse darunter bringen. Also man muss Berge abbauen, oder? Und wichtig ist noch, also mit Holz können Sie das nicht ersetzen. Weil Berge, Fels, Sand, das ist eines der häufigsten Materialien, das es weltweit gibt. Also es ist schon das richtige Material. Wasser gibt es noch etwas mehr, oder? Es ist schon das Richtige, aber es hat trotzdem schon zu wenig, oder? Und ich habe das vorhin beim Nachtessen kurz auch gesagt. Peter Babek von Nestle, der ehemalige Chef, hat mal gesagt, wenn man alle Nahrungsmittel der Welt nehmen würde und daraus Benzin herstellen würde. Da hat er gefragt, wie viel Benzin kann ich damit ersetzen? Das sind genau anscheinend 5%.
Also wir können 5% der Benzinmenge einsparen, wenn wir die gesamte Nahrungsmittel weltweit in Benzin umwandeln. Aber wir würden verhungern, logischerweise, oder? Aber die Autos brauchen immer noch gewaltig viel, oder Erdöl. Und das ist hier auch so, oder? Sie können das fast nicht ersetzen durch, es gibt's nicht, es gibt nichts anderes. Das ist das Problem. Oben sind noch die Erze, da sind wir auch dabei, oder? Als im Bau, oder? Diese zwei. Und Sie sehen, über die Hälfte des Materialverbrauchs der Menschheit sind Baustoffe eigentlich. Baustoffe, die wir brauchen zum Bauen. Und da ist eben das wichtig, das Einsparen vom Material pro Gebäude, das immer wieder nutzen, das ist wichtig. Das eine wäre jetzt Bauteil Recycling. Wir können Balkone bauen. Wenn die nach 30 Jahren neue Häuser bauen, können wir die nehmen und aus denen Brückenbohlen fertigen, oder? Weil die Betonplatten, die sind immer noch neuwertig eigentlich. Die müssen Sie einmal bürsten, dann sind sie wieder neu, können Sie die wieder einsetzen. Das ist der Vorteil. Sie können sie gut schneiden. Oder mit den Resten, das können Sie schreddern und wieder als Zuschlagstoffe, also anstelle von Kies einsetzen, wieder für neue Betonprodukte. Und wir haben so wenig Carbon drin. Also wenn man weniger als 1% drin hat, gilt der Baustoff als sauber. Dann können wir das als Straßenschotter einsetzen oder eben wieder verbauen, ohne die Bewährung zu trennen. Und der Carbon besteht ja nur aus C, also CO2. Also da ist einfach das C gespeichert, oder? Also das ist auch nicht schlecht. Genau. Balkone, Umweltbelastungspunkte im Vergleich zu Ortsbeton sind wir etwa bei 35%, ein Drittel. Bei so Brückenbelägen sind wir im Vergleich zu Holzbelägen bei etwa 10%. Das ist total erstaunlich, aber es ist so, es ist nicht geschummelt. Weil einfach Holz so nicht gut eingesetzt wird, oder? Das müssen wir so machen wie der Grubenmann früher, oder? Brücken mit Ziegeldach. Dann ist gut. Im Haus ist das Holz geschützt, dann ist gut. Dann hält das lange, oder? Heute haben wir natürlich klimatisierte Häuser, ist das etwas noch schwieriger. Und eben ganze Brücken. Wenn wir die Widerlager auch ersetzen, dann sind wir im Vergleich zu einer Stahlbetonbrücke beim CO2-Verbrauch bei etwa 15%, im Vergleich zu Holz etwa dreimal tiefer. Weil eben die Holzbrücken diese Widerlager brauchen. Weil Holz müssen wir vom Boden wegnehmen, dass es nicht fault, oder? Das darf da nicht sein. Wir müssen, darum brauchen wir Beton, oder? Das brauchen wir nicht mehr. Wir müssen aber zwei etwas längere Brücken bauen, weil wir müssen da nach hinten gehen, oder? Also das ist hier eingerechnet, oder? Wenn wir auf bestehende Widerlager gehen, dann ist das nicht mehr so viel besser wieder. Also man sieht, man kann enorm CO2 einsparen. Und all diese Erkenntnisse haben uns dazu gebracht, dass wir wirklich wollen und ziehen, diese neue Betonbauweise zu pushen. Holcim ist jetzt da eingestiegen. Die haben jetzt ein Werk in Bremen gebaut. Ein stillgelegtes Werk ist jetzt für CPC-Plattenherstellung zu eigentlich parat gemacht worden. Das ist jetzt von da. So eine Platte da, die hat eine Größe von 7 Meter mal 60 Meter. Das ist eine Platte. Und die ist dann 4 Zentimeter dick. Und die wird dann so zurechtgeschnitten, dass sie überhaupt transportiert werden kann. Das ist so 3,5 mal 17 Meter. Das kann man gut transportieren. Und aus dieser werden dann mit Wasserstrahlschneideanlagen oder mit CNC Schneideanlagen, das schauen wir uns auch kurz an. Bist du da? Dass Sie das mal sehen, wie das tut. Das sind diese, ist so eine CNC-Anlage, die hat jetzt da ein Sägeblatt drauf. Das gibt ganz viele verschiedene Werkzeuge, die man da draufspannen kann. So sieht es dann am Schluss aus, oder? Solche Sachen kann man da rausschneiden. Geht sie zurück, holt ein neues Werkzeug und eben auf 17 Meter Länge auf den Millimeter präzise. Und das ist ganz wichtig, oder?
Jetzt holt sie da den Satz, damit sie den Fräser holen kann. Da holt sie jetzt den Fräser. Der Fräser nutzt sich ab. Jetzt geht sie auf die Messstation, misst den Fräser aus, neu. Ah, ist ein Millimeter kürzer, korrigiert und macht weiter, oder? Genau. Also so entsteht dann das. Also heute haben wir ja die Planungsmittel BIM, also 3D, alles planen. Die Daten gehen dann zu den Maschinen und die sägt dann das, schneidet das in der richtigen Reihenfolge aus, wird in der richtigen Reihenfolge dann geladen und kommt so auf die Baustelle. So sieht das aus. Da gibt es diese Nesting-Software, die teilen die Platten optimal ein, damit es möglichst wenig Verschnitt gibt. Das sind so Bohlen, oder? Da hat es irgendetwas Krummes und so weiter. So sieht denn das aus, wenn das im Werk ist, in der Werkhalle. Die Teile werden dann zusammengebaut hier, ausgemörtelt. Dann ist da das Bauteil. Dann wird das versetzt, ein Stück Turm, ein Stück Kragarm, Schlussstein rein und fertig ist das Ding, oder? Also das Baustelle ist dann ganz kurz und weil Beton nicht wasserempfindlich ist und nicht kälteempfindlich ist, haben wir kein Wetterproblem, oder? Und es ist genügend schwer, dass es nicht weggewindet wird, wenn wir es irgendwo hinlegen. Das ist auch wichtig. Also wir sind total wetterunabhängig, oder? Und da komme ich jetzt langsam zu den nächsten Schritten. Also übrigens dieser Turm hier, der ist jetzt mit so einem Beton gemacht, der nicht mehr den normalen Zement drin hat, sondern ein Zement, der viel weniger heiß gemacht werden muss, aber nicht mehr alkalisch ist und nicht mehr die Armierungseisen schützen würde. Also den kann man nicht einsetzen mit Armierungseisen, aber mit Carbon. Rostet nicht, oder? Korrodiert nicht. Das ist das kein Problem, oder? Also der Beton hat da viel weniger Energie drin als normaler Beton. Gut. Unsere nächsten Ziele sind jetzt werden wir langsam grösser, mutiger. Wir können also heute jetzt, wir haben auch schon, sind jetzt denken, dass wir dieses oder nächstes Jahr hoffentlich die ersten so Einfamilienhäuser oder kleine Büros bauen, die noch nicht Brandschutznorm erfüllen müssen, also die Einzelnen müssen das noch nicht oder nicht nach Büchlein Schallschutz haben müssen. Das werden wir dieses oder nächstes Jahr wahrscheinlich etwas umsetzen. Also wenn jemand so ein Objekt hat, wäre natürlich schön in Winterthur das zu machen, dann soll er kommen, oder? Da sind wir jetzt dran, oder? Die Gebäudestruktur, da haben wir jetzt zwei, drei Forschungsprojekte, die etwa 3 Jahre dauern, wo etwa 5 Leute daran arbeiten im Schnitt. Da müssen wir Schall erledigen, wir müssen Brand, Statik, wir müssen das Mechanosystem entwickeln, wir müssen das Zusammenwirken im Untergrund, kommen ja die Leitungen zum Haus und es muss dicht sein, das muss gelöst sein. Dann im Ausbau drin, oder? Der Schreiner sollte jetzt im Voraus maßgenau das produzieren können. Wir stellen das auf, das Gebäude, das stimmt auf 2-3 Millimeter und dann kommt der Schreiner und stellt das rein. Das haben wir auch mit den Leitungen schon angeschaut, mit Geberit. Und auch da, das bringt enorme Vorteile. Wenn der Schreiner oder der Sanitär davon ausgehen kann, dass der Raum stimmt in den Maßen. Das ist ganz zentral. Das ist hier möglich, oder? Integration Gebäudetechnik, die ganze Logistik, eben Präzision müssen wir haben. Und auf der Baustelle ist das nur noch ein Hinlegen. Also wir stapeln nur noch. Legen das aufeinander. Wenn wir 3 Stockwerke haben, machen wir klimatisiert und dann kommt der mit den Fugen, oder? Silikon. Er hat jetzt nicht mehr Silikon, er hat jetzt Mörtel. Er macht nur noch Mörtelfugen, oder? Wie der Backsteinmauer eigentlich. Und jetzt macht er im Klima drin, auch wenn draußen es regnet, -10 ist, hat er da ein Klima von 10 Grad oder 5 Grad. Regnet nicht, jetzt kann er ganz hoch
gut qualitativ hochstehende Fugen machen. Und dann ist das fertig. Also das geht wie im Holzbau eigentlich so ähnlich schnell. Die Tragweise, die haben wir gemerkt, dass das nicht gut ist, sondern wir müssen das kehren, dann ist das viel besser. Weil wir haben ja unsere Platte ist wahnsinnig gut auf Zug. Warum soll die oben sein, wo es drückt, oder wenn es Biegung gibt, da dann drückt es oben. Und wir haben da so viel Armierung drin, das ist nicht gut, das muss unten sein. Beton ist gut auf Druck, das ist aber nicht mehr so groß. Aber wir sind auch viermal leichter als eine Vollbetondecke, wir brauchen gar nicht mehr so viel. Und das ist dann viel sinnvoller, das so einzusetzen als so. Also das heißt, wir können jetzt das vergleichen hier. Eine Ortsbetondecke hat eine große Druckfläche, ganz kleine Zugflächen. Wir haben eine große Zugfläche und kleine Druckflächen. Durch das sind wir etwa gleich steif. Also wir sagen, unser altes Armierungseisen ist jetzt neu eine Betonplatte. Wir ersetzen das Armierungseisen durch eine Betonplatte. Das ist der Ansatz. Da machen wir so spezielle Verbindungen. Skelettartige Strukturen, sieht man hier. Man könnte das auch füllen mit Sand, würde auch gehen, statt mit Mörtel, würde halten. Das Problem ist, wenn einer da reinbohrt, dann rieselt es unten weg und dann kommt es dann runter. Ja, ist noch nicht ganz fertig gedacht, oder? Genau. Und da haben wir jetzt so Brücken, die eben jetzt so aussehen. Und das ist spannend, was das kann. Und das gibt dann solche Kassettendecken, wo man Doppelböden reintut und hier hat man genügend Platz, um die Werkleitungen reinzutun. Also es ist dann wirklich dieses Mekano. 3D-Drucker kommt eigentlich relativ gut hin, wie das dann geht, oder? Gebäude eben Technik hier integrieren. Und jetzt die ganze Baulogistik, oder? Das ist jetzt total, wir kehren eigentlich die Bauunternehmung um. Und das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig, das hinzukriegen. Wir haben hier die Planung, wir haben das Großplattenwerk. Das kommt in der Werkstatt zusammen, da konfektionieren wir das, bauen das zusammen und stellen das bereit für den Transport in der richtigen Reihenfolge. Und auf der Baustelle ist man nur noch kurz, aber die müssen hochpräzise arbeiten. Also da braucht es sehr gute Fachleute. Und all die, die heute auf der Baustelle arbeiten, die kommen zurück in die Werkstatt. Dort haben wir Wetterschutz, bessere Qualität, auch bessere Arbeitsbedingungen, ehrlich gesagt. Das ist eigentlich so, wollen wir bauen. Wenn wir jetzt mal die Massenbilanz in einem Gebäude betrachten, dann sind 95% sind tote Masse und nur 5% ist Nutzlast, das sind wir und die Möbel. Das andere ist Beton und Decken, Wände und so weiter. Hier Innenausbau, oder? Und jetzt, wenn wir jetzt das Haus auch anschauen, wo braucht das Haus Energie? Das ist beim Bau, das ist diese steile Kurve. Während dem Betrieb über 50 Jahre braucht es fast nichts. Und wenn man das umbaut oder rückbaut oder irgend so etwas, dann braucht man wieder viel Energie. Also es lohnt sich hier in diesem Bereich zu investieren. Wenn wir jetzt das anschauen, eine heutige Betondecke ist etwa 30 cm so, das ist so ein normales Maß, 25 vielleicht. Das ist die Installation ist entscheidend, nicht mehr die Statik. Und wir reduzieren das auf dieses Gerippe hier. Da kommen wir von 750 Kilo pro Quadratmeter, die diese Decke wiegt, kommen wir auf 180 Kilo runter. Immer noch schwer, aber wesentlich weniger, also 25%. Und wenn wir die Nutzlasten und die Auflasten, also den Teppich, Boden und so dazuzählen, sparen wir etwa 50% des Gewichtes pro Geschoss. Also bei 10 Geschossen sparen wir 5 Geschosse im Gewicht. Das ist natürlich für Erdbeben, das ist für alle Stützen, Wände ist das absolut entscheidend, oder? Dort reduzieren wir auch. Und dadurch ist das Strukturgewicht, können wir etwa auf die Hälfte reduzieren, aufgrund dieser Deckeneinsparung. Hier CPC, hier Vollbeton, ein Schwarzbild.
Da holen wir relativ viel raus. Das haben wir schon gesagt hier. Ich denke, das muss man nicht nochmals sagen. Eben diese Brücke hier, Bridge to the Future, hat das die Holcim genannt, steht auf einer Brücke, auf der Brüstung einer Brücke, oder? Also das geht, das hält. Da vorne fahren Lastwagen durch in eine Kiesgrube und da muss man hinten hineinschauen, was die geladen haben. Für das haben wir das gemacht. Aber es ist mehr, dass man etwas Sinnvolles macht, oder? Genau. Möglichkeiten für die Zukunft, Carbon-Drähte herzustellen. Heute wird das aus Erdöl gemacht. Braucht nicht viel, weil es ist ganz eine kleine Menge. Aber was heute schon Maschinen vorhanden sind, ist aus Zellulose. Das heißt, aus Bäumen kann man Carbonfasern herstellen. Das ist günstiger als heutige Produktionsweisen aus Erdöl, aber sie sind noch nicht in der Qualität genügend. Also für, ja, sie sind gut, aber noch irgendwie zu wenig. Ein wirklich guter Ansatz ist, Algen zu züchten. Oder wir haben bis heute haben wir im Wald Fichten gezüchtet, möglichst gerade, damit es Bauholz gibt. In Frankreich sind es die Maroni-Bäume, also die sind dort gerade, nicht so wie im Tessin, oder? Und jetzt müssen wir Algen züchten, die alle die gleichen Eigenschaften haben. Aber das kann ich in einer Fabrik machen, in so, oder? Und diese Algen ist dann der Rohstoff für die Carbonfasern. Oder die ETH, die ist ja schon fähig aus, das haben Sie schon gehört, oder aus Luft, Benzin herzustellen. Das ist, kann auch wieder der Rohstoff sein für die Carbonfasern. Also wenn wir das haben, haben wir bei den Fasern ein reines organisches Ding, das eben hier drin passiert und sehr gut eigentlich abschneidet. Also wir können jetzt da enorm viel sparen, denken wir, mit dieser Bauweise. Holcim ist da auch überzeugt. Also das ist halt, das braucht es. Wir haben jetzt dieses Werk in Bremen. Jetzt will Holcim Schweiz, ist jetzt da am Pushen, dass wir in diesen Hochbau reinkommen. Und dann haben wir in der Schweiz genügend Menge, dass wir auch hier die Platten wieder produzieren können. Die Bewährung produzieren wir in der Schweiz. Aber jetzt müssen wir bereits nach Australien einen Container schicken. Die sind auch interessiert. Holcim Australien, oder? Das ist das Schöne an diesen großen Firmen. Wenn das mal drin ist und die überzeugt sind, dann geht das. Kanada, da die wollen Balkone machen und so Masten und so. Da schicken sie jetzt auch schon rüber. Das ist der Beschleuniger, oder? Das ist das Schöne. Gut, ja, das ist so in etwa das gewesen. Also unser Ziel dieses oder nächstes Jahr ein kleines Haus, so einstöckig, vielleicht zwei, mehr nicht. Und in 4-5 Jahren hoffentlich das erste größere Haus, aber nicht nur eines, sondern dann, das ist dann der Start. Das wäre das Ziel. Genau. Mit dem hätte ich da abgeschlossen. Herzlichen Dank für diesen überaus faszinierenden Vortrag. Für mich ist wirklich eine Welt aufgegangen. Jetzt, das ist eine fundamental neue Bauweise. Und aus anderen Lebensbereichen weiß ich, wenn man was Neues einführen will, dann gibt es Widerstände. Was waren bisher die größten Widerstände für euch bei der Umsetzung? Das sind die Investitionen. Also diese Produktion der Platten kann man nicht aus der Garage langsam hinausbringen. Das kostet einfach mal die erste Prototypenanlage mal 2-3 Millionen. Und jetzt diese in Deutschland 20 bis 30, ich weiß auch nicht. Also das geht nicht anders. Und sie haben keinen Markt. Sie haben niemanden, der die Platten abkauft. Sie haben nicht mal eine Zulassung in Deutschland, oder? Also das ist die große Schwierigkeit. Und die Buchhalter da, die sind gewohnt, ich mache eine neue Zementmaschine, 150 Millionen kosten die etwa, haben sie mir gesagt. Aber die können genau rechnen, die rentiert dann. Dann investieren die, machen, raus. Das haben wir nicht. Das ist das große Problem. Eigentlich. Aber sonst bin ich hier überrascht gewesen. Wir haben in Andelfingen das
Haus gebaut, muss man eine Baueingabe machen und in der Baukommission war ein Stahlbauunternehmer. Und der war der Erste, der die der Balkonplatten bestellt hat. Oder? Und das ist alles so unter der Hand, es hat sich das verbreitet und jetzt wird die Menge immer größer eigentlich. Und das ist das andere. Ja. Nein. Weil wir bauen erdbebensicher hier in der Schweiz und sicher muss man nicht bauen. Okay. Aber wenn Sie Masse haben und die geschüttelt wird, dann braucht es einfach, sagen wir, 10% dieser Masse muss sich halten als Beschleunigung. Und wenn ich viermal oder halb so viel Masse habe, muss ich nur halb so viel halten. Brauche ich weniger Material wieder, um das zu halten, oder? Also es ist mehr das jetzt beim Erdbeben. Also wir in der Schweiz müssen Sie nicht so Bedenken haben, außer vielleicht bei alten Gebäuden. Wir haben auch nicht diese starken Erdbeben, oder? Aber wir bauen so. Das habe ich schon gelernt als Ingenieur, wie man das macht. Ja. Absolut, oder? Und Sie können einfache Gebäude können Sie vier Wände stellen, Deckel drauf legen, etwas einschneiden und der Deckel ist genügend schwer, dass das einen Kraftverbund gibt, oder? Also das Stapeln. Das haben wir bei einer Brücke gemacht, ja, in Andelfingen. Ja. Und dann haben Sie einfach schnell ein qualitativ gutes Gebäude, ja. Und das hält, ja. Das geht nicht beim Erdbeben kaputt. Nein. Ich habe mir das auch nie überlegt, aber ich weiß, wer sich das überlegt hat. Das ist der, heißt der jetzt? Urs Meier, der war Chef von der EMPA Dübendorf. Und der hat sich das überlegt und mit Carbon-Kabeln, das sind dann reine Carbon-Kabeln, geht das, hat er herausgefunden, oder? Und natürlich das Brückendeck, das ist dann gut über das Meer, wir korrodieren nicht, oder? Und da hat es immer Wind, Stürme, immer Salzwasser. Und für die Decks, da können wir etwas Leichtes anbieten. Aber auch da, genau. Also das würde gehen, jetzt das da, aber wir haben uns noch keine Gedanken gemacht. Sondern warum haben wir uns nicht für Brücken entschieden, weiterzugehen, sondern Richtung Hausbau? Weil wir kommen, wenn wir ein Haus bauen, sagen wir mit 12 Wohnungen und unten Gewerbe, brauchen wir 5000 Quadratmeter Platten. Und dieses Werk jetzt in Bremen kann 70.000 Quadratmeter machen pro Jahr. Also wir sind fähig jetzt in Europa pro Jahr 14 Häuser zu bauen, oder? Also das ist nichts, oder? Aber es lohnt sich für diese Menge eine Produktion hinzustellen. Also wenn wir diesen Schritt schaffen, dann können wir auch in der Schweiz wieder eine Produktion hinstellen, haben die Transportwege nicht mehr, oder? Darum denken wir jetzt Richtung Hochbau. Aber in Deutschland hat es so viele Balkone und Kleinbrücken, dass auch diese 70.000 Quadratmeter, die sind wie nichts. Oder die Konkurrenz merkt das gar nicht, dass es was gibt. Oder? Genau, also es war ganz klein angeschrieben, habe ich nicht angesprochen. Nein, die sind nicht lungengängig. Das hat man geklärt. Es laufen zurzeit in Ostdeutschland sehr große Forschungen in diese Richtung. Man will im Osten von Deutschland das haben. Und da hat es Ärzte, die haben das untersucht mit diesen, ja, die können das irgendwie mit diesen Gläsern und so, oder? Und die sind zu dick. Also ist nicht wie Asbest, oder? Genau, ja, nein, das wird es nicht sprengen. Aber es dringt ein, ganz klar. Aber die Risse sind so fein, dass es eben diese Drücke nicht hinkriegt. Oder? Also Beton ist nicht dicht, nie. Also damit das nicht passiert, wenn Sie einen frostbeständigen Beton haben, hat er Luftporen drin, dass sich das Wasser dehnen kann da drin. Oder? Also das kann und hat eine gewisse Festigkeit. Wir haben den Ansatz hier mit eher festen Betonen, hochdichte Betone zu machen. Das sind dann kleine eben Mikrorisse, aber da kann nichts auf. Also das, ja genau. Auch diese Versuche, also machen wir, oder? Wir haben so Bewitterungsmaschinen.
Die fahren immer von minus 10 und dann wieder auf plus 30, dann kommt es wieder regnen und dann gehen sie wieder runter und raus. Da gibt es so Versuche, oder? So, also nach Norm und so, oder? Und die haben wir gemacht und das ist gar kein Problem. Also wir haben sehr ein witterungsbeständiges System, ja. Und eben Beton ist immer gerissen. Sie müssen das mal anschauen. Einen Masten, Betonmast, wenn es geregnet hat, wenn er abtrocknet, sehen Sie schön diese Strukturen. Die sind immer vorgespannt und zwar mit 200 Kilo pro Quadratmillimeter, also 2000 Newton pro Quadratmillimeter, die vorgespannt. Also auf 7 Meter werden die 7 Zentimeter gezogen. Oder auf diese 60 Meter werden die 60 Zentimeter gezogen. Oder? Ja. Alle, ja. Oder? Und die haben eine Präzision von etwa in der Höhenlage 1 Millimeter, einen halben Millimeter plus minus. Ja, ja. Nein, das werden sie nicht machen. Das wurde auch getestet. Das ist gerade diese Zulassungsprüfungen in Deutschland, die wir gemacht haben. Da geht man auf ganz hohe Lasten, ganz kleine Einbindelängen und untersucht genau das. Ja. Also da haben wir auch, um diese 100 Jahre nachzuweisen, müssen Sie die Carbonfäden etwa auf 99% belasten. Und da müssen Sie, es hat ja eine Streuung drin, oder? Da müssen Sie einen Tag warten, dann auf 97% belasten, 3 Monate. Und dann hat es plötzlich da so Bewegung gehabt, da haben sie gestaunt und dann haben sie aber gemerkt, sie haben ein Erdbeben in Bosnien irgendwo gemessen, oder? Und das, weil das sind so genaue Versuche, oder? Das kann man dann hochrechnen, oder? Und auch die Schwingung mit der Verbindung zum Beton, oder? Wir haben zum Beispiel jetzt hier etwa einen Bruch, Verbindungsfestigkeit von 25 Newton pro Quadratmillimeter und wir brauchen etwa 3. Oder? Also da sind sehr große Sicherheiten drin, genau aus diesem Grund natürlich. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Absolut, oder? Bei Brücken, da sind wir drauf und wollen keinen Stahl drin haben oder keine organische Geschichte, wegen dem, dass es dauerhaft an der Witterung ist. Aber jetzt beim Gebäude ist es ja eigentlich trocken, da kann ich auch mit Stahlblechen das zusammen machen oder mit Schrauben, oder? Und da sehen wir die Platten ähnlich einer Leiterplatte. Wenn Sie eine Leiterplatte haben, dann schrauben Sie da diese Dioden drauf oder löten die, oder? Und die Platte ist eigentlich eine Halterung für den Rest. Und das sehen wir im Hochbau auch ähnlich. Da wird es dann ganz viele Löcher haben, die haben genau Abstände, einen Raster. Dann weiß man, ah, das ist 1 Meter, auch das ist gut. Und da werden wir wahrscheinlich wieder mit Stahlwinkeln oder so arbeiten auch, weil das günstiger ist. Hochbau muss es gut und günstig sein. Wenn sie nicht günstig sind, kommen sie nicht in die Menge. Ja, das ist so. Da wird es günstigere Verbindungen noch geben. Ja. Da haben wir nicht verglichen. Haben wir noch nicht verglichen, weil das ist sehr, sehr, sehr schwierig im Gebäude. Ein Gebäude miteinander zu vergleichen und da wird enorm geschummelt. Und da müssen wir sehen, früher hatten wir keine klimatisierten Räume, da hatten wir Holzbalken. Heute haben wir praktisch nur Leimbinder. Die sind alle zusammengeklebt. Wir nehmen Schweizer Holz, aber bei den meisten Gebäuden über die Hälfte der Holz Scheiben, das sind OSB-Platten. Das sind Holzschnitzelplatten, die geklebt sind. Die kommen von Polen. Oder? Da ist man nicht so ganz, da vergleicht man nicht. Und damit es winddicht wird, wird alles geklebt. So Bänder draufgeklebt im Holz und so weiter. Wie lange das hält. Wie lange das dicht ist. Und das ist dann entscheidend auch wieder für die Ökobilanz. Aber ich will das nicht, wir wollen uns nicht. Das ist gut. Holz ist, ich habe gerne Holz. Ich habe zu Hause eine Holzfeuerung und so. Ist auch nicht unbedingt nur gut, oder? Wegen den Partikeln, oder? Ist auch wieder klar, oder? Aber, ja, das ist keine Konkurrenz. Soll beides sein. Und Holz soll man so viel brauchen, wie man aus den Wäldern rausbringt, oder? Gescheit. Nicht um die Umwelt, also nicht zu viel, aber auch das brauchen, was möglich ist.
wenn man dann höher geht, ist es nicht mehr gut. Oder? Ja. Also der Vergleich zu Holz ist nicht jetzt für uns nicht so relevant. Das ging nur zu zeigen, dass man auch mit Beton irgendwo hinkommen kann, oder? Wenn man Holz ungeschickt einbaut. Aber im Haus ist es geschickt, also bin ich auch überzeugt. Aber möglichst wieder neue Methoden. Heute kommt man wieder eher in Richtung nur noch verdübelt und gesteckt, aber im Holzhaus hat es unglaublich viel Stahl drin. Oder? Also die Masse an Stahl in einem Holzhaus ist nicht so unrelevant. Es ist nicht so viel kleiner wie die Masse des Holzes. Es ist so, der Sand, der darf rund sein, so nebenbei, weil der gesamte Kies, Sand, das wir verbauen, ist Rundkies. Das ist abgebaut von den Flüssen, was die mal hingelagert haben, das ist abgeschliffen. Also das geht ohne Problem. Ich weiß es nicht genau, warum jetzt die da auf diesen Sand kommen, dass das nicht geht, aber der ist gleichförmig vielleicht und gleichförmig ist nicht gut. Wir brauchen abgestuft, oder? Das Problem ist wirklich, es kommt zu wenig runter und es wird teurer. Wir müssen beginnen, Fels abzubauen, das zu schreddern, die weichen Materialien auszufiltern und nur die guten zu nehmen. Das haben die Flüsse für uns gemacht, oder? In einem Bach, das rotiert und alles, was schlecht ist, das wird zu Mehl, zu Staub, zu Trübung, oder? Und das Feste, das liegt jetzt bei uns im Mittelland, oder? Und die Deutschen haben noch den Sand, oder? Weil es da flacher ist, oder? Ja. Aber das geht schon. Also, es hat genügend Material, aber es wird teurer, um das abzubauen, oder? Nein, Sie als Bewohner werden keinen Unterschied merken zu diesem Gebäude. Und es ist nicht zurück zum Plattenbau, sondern wir haben heute dank dieser digitalen Technik und dieser Maschinen haben wir die Möglichkeit, eben nicht mehr nur noch gleichförmig zu bauen. Wir können total individuell bauen. Also die Stützen können irgendwo sein, die Räume können krumm sein, auch die Fassade, das ist egal. Das kann man schneiden, kann man machen, oder? Also das System ist so ausgelegt, dass man mit den ersten Maschinen die Bearbeitung macht, die alle haben müssen, also die Serienproduktion. Und dann kommt die Individualisierung. Dann nehme ich diese langen Platten und schneide sie so ab oder rund ab und setze sie so zusammen. Also die Formgebung der Häuser ist gegenüber heute nicht eingeschränkt. Aber was ganz wichtig ist, wir wollen nicht so gehen. Wir wollen so gehen. Es ist eben alles, das meiste ist eben, oder? Was Decken sind. Wir nutzen diesen, was der Beton kann, nämlich in jede Form geshaped werden, nutzen wir gar nicht. Und die Straßen sind gerade, die Grenzen der Grundstücke sind gerade, dann sind auch die Fassaden gerade. Die meisten. Es gibt immer die Ausnahmen, oder diese Leuchtturmprojekte, Theater, Museen, Schulhaus, Stadthaus. Aber die Masse ist eigentlich eben. Gerade. Oder? Aber wir können auch anders, das geht schon. Ist etwas teurer, oder? Aber das wird dann bezahlt. Ja. Ist nicht zurück zum Plattenbau, überhaupt nicht. Ja. Sie haben jetzt diesen Turm gesehen, oder? Das ist mal ein erster Versuch, oder? Das sieht ja schon ganz anders aus, oder? Das kommt auf den Konstrukteur an, ob der das kann, oder? Also das geht mit diesem Material unbedingt, oder? Es gibt eine neue Architektur bei solchen Brücken wahrscheinlich, kann es geben, oder? Wenn es sinnvoll ist. Aber jetzt zu den Preisen noch. Wir im Bereich Gebäude sind wir ganz sicher nicht teuer als Holzbauten, aber nicht so günstig wie Massivbauten momentan. Und wenn aber die Masse kommt und die Leute das können, dann wird es da noch Einsparungen geben, ganz sicher. Oder? Balkone, wir sehen einfach, es werden immer mehr eingesetzt. Die Menge steigt
Ich kann nur das sagen. Aber Sie können nicht sagen, ein Balkon ist so teuer oder so. Das kommt, wenn Sie einen Umbau machen, da Aussparungen haben, ist es anders. Wenn Sie nur einen machen oder 28 Stück liefern können, ist das natürlich günstiger. Das macht sehr viel aus im Preis, oder Faktor 2 oder so. Nein, wir haben jetzt ein größeres Forschungsprojekt, wo wir genau Schall und Brand untersuchen, oder? Aber im Schall haben wir eigentlich die gleichen Probleme wie der Holzbau. Also wenn der Holzbau das kann, dann können wir das auch. Wir haben es noch ein wenig einfacher, weil Beton hat eine andere Masse. Ist die Masse pro Kubikmeter oder so ist höher. Und wenn Sie oben mit einem Deckel, der leichter ist in der Masse, arbeiten, haben Sie eine größere Chance, diese Schwingungen rauszukriegen, oder? Also das zu dämpfen, oder? Aber das ist jetzt in den nächsten 3 Jahren bei uns das große Thema. Also wir bauen an der ZAW so ein Haus. Das ist eigentlich ein Versuchsstand, vor allem für Schall. Ja. Verschiedene Doppelböden und so weiter. Ja. Danke, René, danke Herr Kurab für diesen wunderbaren Vortrag. Danke Ihnen allen, euch allen fürs Kommen. Normalerweise mache ich das nicht, weil ich habe so einen wunderbaren Vorstand, so dass ich die eigentlich gerne jeweils sich selbst auch präsentieren lasse. Und heute möchte ich es aber zum Abschluss dieser Freitagsabendvorträge nicht unterlassen, etwas auch zurückzuschauen. Wir hatten wunderbare Vorträge über Holzbau, über Betonbau. Wir haben die Breite gehört und miterlebt in intensiven Diskussionen auch. Und Sie sind gekommen und das ist ein ganz zentraler Punkt. Ohne Sie, ohne euch könnten wir das nicht machen hier. Beim Ausgang, einfach ganz kurz, liegen die Sommerprogramme. Also wer noch keins hat von diesen gelben Exkursionsprogramme für den kommenden Sommer, die liegen dort auf. Man kann sich anmelden. Am einfachsten geht es digital über die Plattform EventFrog. Kann man sich an alle Anlässe anmelden. Wir haben noch einen Vortrag in Wissenschaft um 11. Loic Goster wird am 2. April zu uns kommen und auf ganz faszinierende Art und Weise uns erzählen, wie man aus der Entwicklung der Innenohrknochen auf die Entwicklung der Säugetiere zurückschauen kann. Der nächste Anlass wird dann die Generalversammlung, die GV sein, die am 21. April im Technorama stattfinden wird. Im Anschluss an die ordentliche GV gibt es eine Director's Choice von Experimenten. Der Direktor des Technorama wird uns seine Lieblingsexperimente und was man eben sonst nicht zu sehen kriegt, in einer Show präsentieren mit Thorsten Kühnemann. Ein außerordentlichen Event werden wir am 25. Mai haben und ich sage es einfach jetzt schon, weil es wahrscheinlich einen ziemlichen Run geben wird. Wir konnten Thomas Zurbuchen, den ehemaligen NASA-Chef, gewinnen, dass er nach Winterthur kommt. Wir werden gemeinsam mit dem Verein Stadttalk einen Abend im Casino haben, das ist am 25. Mai. Wir werden Sie nächste Woche informieren, wann der Vorverkauf für die Tickets losgeht, dass Sie sich sicher eins sichern können. Ja, und der nächste Winter, der ist natürlich auch schon wieder geplant. Also wir werden von Insekten hören über Mikroplastik, Großteleskope und den Schweizer Anteil daran. Wir werden sehen, wie man in der Medizin alleine aus der Ausatmungsluft herausfinden kann, wie gesund ein Mensch ist. Wir werden sehen, wie die ETH Zürich sich beteiligt an der Entwicklung oder Weiterentwicklung der Dimensionen ins Kleine, wenn es um unsere Smartphones und Computer der Zukunft geht. Über Mumien hören, über Paul Scherrer, den wir ja wahrscheinlich am ehesten vom Paul Scherrer Institut oder vielleicht vom Hörsaal an der ETH kennen. Fischökologie, Netto Null, Long Covid. Also die Palette ist wieder unglaublich breit und ich freue mich sehr, Ihnen dieses Programm
schon ankündigen zu können. Über die Exkursionen lesen Sie bitte selber, entweder im Heft oder auf unserer Webpage www.ngw.ch. Wir sind auch auf Facebook und Instagram präsent. Informieren Sie auch dort über das, was gerade läuft. Genau. Und ich glaube, die junge Generation, die wissen das die meisten zwar schon, ich sage es trotzdem noch, das jüngste Baby, könnten wir sagen, die Weiterentwicklung der NGW ist die Young GW, Young NGW, Gefäße für junge Menschen zwischen so Größenordnung 18 und 35. Und da läuft schon einiges. Ich werde Sie an der GV etwas genauer darüber informieren. Ja, so viel zum Abschluss, bevor wir zum Bier gehen in die Brasserie Reh. Noch einmal ganz herzlichen Dank fürs Kommen oder fürs Dableiben, je nachdem. Eigentlich sind wir an Ihrer Institution und dürfen auch hier sein, auch an diesem Ort. Noch einen herzlichen Dank, wenn wir schon einen Vertreter haben von der ZAAW, dass wir hier sein dürfen. Auch unseren Sponsoren, der ZKB, die uns immer unterstützt, der Robert-Sulz-Forrest-Stiftung und natürlich der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften, der SCNAT. Ohne sie wäre all das, was wir hier tun, einfach schlicht nicht möglich. Und ganz zum Schluss, eine Dernière haben wir heute auch noch nicht nur vom Programm. Dario Koch hat uns die letzten Jahre jeweils die Technik organisiert. Er wird seinen Bachelorabschluss diesen Sommer hoffentlich machen. Da bin ich überzeugt. Ich wünsche dir alles Gute. Besten Dank für den Einsatz zugunsten der NGW. Es war schön, dich hier zu haben und schön, dass wir auch deinen Nachfolger schon kennen und dass er uns dann den nächsten Winter begleiten wird. Ja, denen, die nicht mehr mitkommen, wünsche ich einen ganz schönen Abend, hoffentlich einen guten Nachhauseweg und ich freue mich, Sie an einem anderen Anlass der NGW oder sonst irgendwo gerne wieder zu sehen. Besten Dank fürs Hiersein.